Berechne die Dichte eines Holzblocks, wenn seine Masse 50 Kilogramm und sein Volumen 1/10 Kubikmeter betragen. Zuerst schreiben wir auf, was angegeben wird und achten auf die richtigen Einheiten. Die angegebene Masse beträgt 50 Kilogramm und der angegebene Rauminhalt beträgt 0,1 Kubikmeter. Jetzt schreiben wir auf, was gefragt wird. Gefragt wird die Dichte Rho von diesem Holzblock, ausgedrückt in Kilogramm pro Kubikmeter. Jetzt schreiben wir die Formel, die wir einsetzen werden. Die Formel, das ist Rho gleich M auf V. Und jetzt setzen wir diese Formel ein. Die Dichte Rho, das ist die Masse 50, geteilt durch das Volumen 0,1. Also ist Rho 500. Und zuletzt schreiben wir die Endantwort und achten immer auf die richtigen Einheiten der verschiedenen Größen. Hier also Rho gleich 500 Kilogramm pro Kubikmeter.